So Leute, hallo, servus, herzlich willkommen auf dem Pioneer-Reise-Kanal. Ich bin der Peter und heute bin ich hier in Schwetzingen und wollte ich euch diesen Wohnmobilstellplatz hier vorstellen. Also wir sind Gott sei Dank hier nicht mit dem Wohnmobil, nur mit den Fahrrädern unterwegs. Aber das wollte ich euch mal da auch zeigen. Es ist kostenfreier Parkplatz für ca. 12 Wohnmobile. Ausweichmöglichkeiten gibt es auch. Allerdings glaube ich nicht, dass es angesehen wird. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts, kein Strom. Stehen wir unter den Bäumen. Hier rechts ist Kleiderspendeentsorgung und hier links haben wir Müllentsorgung, so wie es aussieht. Ja, großer Nachteil hier, wir stehen direkt neben dem großen Einkaufsladen, den einer und den anderen, wie ihr da im Hintergrund seht. Den einen und den anderen und direkt neben der Straße. Die Straße, die ist schon ziemlich laut hier und ich glaube in der Nacht ist hier nichts wirklich was zu tun. Da im Hintergrund, wenn ihr seht, da gehe ich gleich hin, zeige ich euch das auch. Da gibt es Fähr- und Entsorgung. Da wo der Wohnmobil steht, genau, da gibt es Fähr- und Entsorgung. Und da kann man Grauwasser und Frischwasser tanken. Ja, die Beschreibung, die Adresse und die Koordinate wie immer unter in Beschreibung. Ja, und einen Vorteil hat der Platz hier, beziehungsweise zwei, kann man sagen, wie ich schon erwähnt habe, der ist kostenlos. Also wenn irgendjemand will sich mal Schwetzingen anschauen, dann lohnt sich das hierher zu kommen, trotz dem Lärm und dem nicht unbedingt schönen Wohnmobilstellplatz. Schwetzingen ist ein wunderschöner Schlosspark, den man sich angucken kann und das alles halt hier mitnehmen und eventuell dann am Abend weiterfahren, wenn man hier fertig ist, muss man nicht unbedingt hier übernachten. Also empfehlungswert ist das nicht wirklich hier. So, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad, das wird geschaukelt ein bisschen vor zu der Fähr- und Entsorgungsstation. Ja, und hier haben wir die Fähr- und Entsorgungsstation kostenpflichtig. Hier ist der Boden einlassen. Kann man hier das Grauwasser entlassen. Und hier Frischwasser tanken. Und auf die andere Seite. Und hier auf der anderen Seite kann man Toilette entsorgen. Ja, das ist alles kostenpflichtig hier. Die Klappe geht hier auf und ist zum ca. 6 Minuten offen. In der Zeit kann man Wasser tanken und Toilette entsorgen. Hier haben wir noch das Schild. Hier steht kostenpflichtig Entsorgung. Ja, gehen wir von der anderen Seite, da sieht man ja nichts. Hier steht es. Genau, hier steht es, die Entsorgung kostenpflichtig. Ja, und das ist jetzt die Fähr- und Entsorgungsstation. So Leute, das war's jetzt schon wieder mit dem kurzen Video. Ja, Wohnmobilstellplatz ist nicht wirklich erwähnungswert, aber solche Wohnmobilstellplätze gibt es auch, wollte ich euch dann zeigen. Und ja, vielleicht seid ihr da unterwegs und wollt ihr euch Schwetzingen angucken. Die Entfernung von hier nach Schwetzingen ist ca. 1 Kilometer, kann man gut spazieren gehen und dann eventuell, wie ich schon erwähnt habe, weiterfahren. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.